Moin Leute, heute wieder mal zu einem Let's Show. Und zwar zeige ich heute Hack slash Mine, so wie es hier schon steht, Version 0.6. Ich wollte gerade sagen, Version 4.6. Ja, bla bla bla. So, hier fängt das an, wenn ihr das richtig installiert habt. Hier seht ihr nämlich, was alles neu ist. Ja, dann klickt ihr auf Okidoki und dann geht es los. Ja, was ist Hack slash Mine? Da gehen wir erstmal auf meinen Server. Hallo, guten Morgen. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier nicht zu sehr lecken tut, weil mein Internet, mein PC war ja Schrott gewesen. Und da musste ich jetzt alles neu machen und die Fritzbox hat eine volle Macke wegbekommen. Jetzt läuft das hier alles über ein USB-Kabel gedöns. Deswegen laufen meine ganzen Server jetzt nur noch über Hamachi. Hilfe, ich werde angegriffen. Und ja. Ja, halt Hamachi und so. Und deswegen leckt das. Was vorher nicht über Hamachi lief, läuft jetzt blöderweise über Hamachi. So, ja, genug davon. So, wo fange ich denn am besten an? Ja, direkt am Anfang, wenn man dieses Spiel startet, was ich ja jetzt hier gerade nicht machen kann, weil ich gerade mit dem Charakter online bin. Das werde ich nachher zeigen. Kann man sich aussuchen, welche Klasse man ist. Zum Beispiel, was gab's denn da? Steve, also Mensch. Dann gab's da, Elfe und Zwerg. Das müssten die gewesen sein. Und da kann man denn aussuchen, was man werden will. Krieger, Magier oder Bogenschütze. Und jede dieser Klassen hat unterschiedliche Fertigkeiten und Fähigkeiten. So wie meine hier. Ich zeig mal schnell meine Fähigkeit. Das, also da drückt ihr, zumindest bei mir ist das so. Die Tastenkombination müsst ihr da selber belegen. Bei mir ist das auf STRG. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, stopp mal. Ja, komm, geh mal hops hier. So, und zwar, wenn ich hier die erste Fertigkeit ist, dieser grüne Pfeil. Wenn ich den jetzt einsetze, dann springe ich 4 Blöcke hoch. Ist halt perfekt für Dungeon, so wie diesen hier. Falls jetzt eine Masse von Gegnern kommt und man nicht mehr viele Leben hat, dann jumpt man eben einfach weg. Und so wie mich das Vieh schon wieder belästigt, kotzt mich die Sache schon wieder an. Oh, geh mal hops hier. Oh, komm, stopp mal. Ja, Mann, ich will die nächste Fertigkeit zeigen. Jetzt geht mal alle weg hier. So. Die zweite Fertigkeit ist dieses rote Ding hier. Ich habe übrigens Krieger gewählt. Also Magier haben jetzt nicht die Fertigkeiten, die ich hier habe. Ich warte mal, dass hier was spawnt. Damit ich hier das mal zeigen kann. Ja. Ja, toll. Spawnt. Ah. So, jetzt habe ich die eingesetzt, jetzt mache ich immer Crit, solange wie das da unten gerade gelaufen ist. Ja, also die Fertigkeit hasse ich, weil die ist einfach nur Kacke. So, dann habe ich hier diesen roten Pfeil. Damit kann ich Gegner an mich ranholen. Ich gehe mal hier hin. Sieht das vielleicht besser aus? So, ja, man geht doch mal ein Stück weg. So viele Gegner. Ja, ist ja gut. So, hier, jetzt kann ich die Gegner an mich ranwerfen. Oh, immer. Mann. Alter, was attackiert mich denn die ganze Zeit? Oh, jetzt habe ich die mal alle hier platt gemacht. So, die nächste Fertigkeit wäre dann das rote Schwert. Damit sprintet man so hier. Ich muss mal versuchen hier. So, ja, das macht halt einen Haufen Schaden, wenn ich damit so einen Gegner anrempele. Das ist besonders gut, wenn man mehrere Gegner im Schlachtfeld hat. Alter. Alter, so wie hier. Aber hier, dazu kommen wir später. Hier brennt es ohne Rüstung. So, und dann ist hier die letzte Fertigkeit. Keine Ahnung, was das für Zeichen sein soll. Das ist halt der Schwertwirbel. Hier, so wie ihr seht, ich drehe mich einmal im Kreis und die Gegner fliegen weg und sterben meistens, weil die Attacke ist, finde ich, die stärkste, die man für einen Krieger haben kann.
So, dann kommen wir jetzt weiter. Jetzt habe ich ja alle Fertigkeiten erklärt. Jetzt kommen wir weiter zum Inventar, das ihr gerade kurz gesehen habt. Aber ich mache jetzt erstmal die Gegner platt. Ich brauche mal schnell einen sicheren Ort, um in Ruhe das Inventar zu erklären, ohne dass ich die ganze Zeit kämpfen muss. Ich spring mal da hoch. Ja, es war ja schon wieder super cool, der Sprung. Ich hab's nicht geschafft, verdammte Scheiße. Ja, ich komme mal weiter runter. Super duper. Sorry, falls das jetzt hier leckt. Okay, ich mache die Gegner ja doch erstmal alle fertig. So, ich sage ja, der Wirbel hier geht ganz schön ab. Ja, komm. Sterbt mal alle. Hey, ein Ring. Aber das Inventar erkläre ich ja noch. Aber sorry, dass ich jetzt erstmal die Gegner fertig machen muss. Und wie das Spiel schon sagt, Hack Slash Mine, das ist hier ein Hack and Slash. Hier geht es darum, Gegner wie bescheuert zu killen. Dabei Level zu steigen und blibla blub. Was man halt so im Hack and Slash so schönes macht. Und direkt neben dem Spawner habe ich jetzt auch gebuckt zu stehen. Ach so, hier. Jetzt kann ich in Ruhe das Inventar erklären. So, das Inventar ist hier die ganz neu aufgebaut. Hier sind die Seiten fürs Inventar. Wie man hier sehr schön sehen kann. Es gibt eben vier Seiten. Hier sieht man seine Fertigkeiten. Und hier sieht man das, was man so im Inventar hat. Der Kompass ist eigentlich total sinnlos. Ja. Hier, das ist die Verteidigung. DMG ist eben der Angriff. Dann haben wir einmal hier die Rüstung. Defense ist wie viel schützt und Durability. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, sorry, ausgesprochen. Ja, das ist halt. Die Rüstung hat noch 79 Leben von 165 und wenn die kaputt ist, dann ist die kaputt, dann kannst du die wegwerfen. So, dann gibt es noch so eine Rüstung hier mit einem bestimmten Namen, beziehungsweise mit besonderen Namen. Diese Rüstung haben jetzt sozusagen eine Magie nicht. Wie soll man das sagen? Bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel 20% mehr Schutz, plus 2 von dem hier, was ist denn das? Ja, Crit würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja, denn ich halt sowas noch. Und die haben hier noch 2 Leben, also Fortitude Skill Leben. Dann kann man sich hier Armbänder anlegen. Hier ist ein Armband. Die haben immer besondere Fertigkeiten, die Armbänder oder Ringe. Ist mir jetzt egal. Ja, okay, es sind Ringe. Ich habe jetzt Armband gesagt. Ja, es sind Ringe, sorry. Und dann gibt es ja noch diese Ketten, die auch nochmal hier eins von diesen Skills erhöhen, wie man das halt RPG-typisch kennt. So, denn. Okay, die Boots sind besser. Haben wir hier noch einen Ring? Was bringt mir der? So, dann steht hier zum Beispiel, das ist Stärke. Das macht halt mehr Damage. Das hier wurde noch nicht implementiert. Das kommt erst noch. Und dann steht hier halt immer, was es bringt. Zum Beispiel, Skill das hier, die Angriffsgeschwindigkeit, kritischer Chance, Verteidigung und Damage. Das hier skillt die Magie. Das hier skillt, dass man mehr Magie hat. Und das hier skillt, dass man mehr Leben hat. So, da habe ich das jetzt auch erstmal erklärt. Die Zombies brüllen da unten übelst rum. Ich kann mal ein Stück lauter machen, damit ihr das auch hören tut. Es geht gar nicht mehr lauter. Na egal. Na egal. Mein Helm. Aha. So, dann ist hier bei Moor, hat man hier so ein Buch, das man noch nicht einsetzen kann. So, bei Moor könnt ihr euch jetzt skillen, wenn ihr ein Level gestiegen seid. Hier auf dem Plus. Ich bin gleich ein Level gestiegen. Hier, Level 7. Das hier unten ist gleich voll. Werde ich gleich zeigen. Ich werde hier noch ein paar Gegner platt machen, bis ich ein Level gestiegen bin. Ja, gruselige Musik ist ja ganz toll. Ja, später soll man denn noch hier diese Skills verbessern können. Die Standard-Skills. Wann das kommt, keine Ahnung. Ich bin nicht der Entwickler. So, und hier steht doch immer plus 4, plus 3, plus 2 und so weiter. Dieses Plus bedeutet, wenn ihr jetzt die Kette oder so angelegt habt, wie viel das Plus macht. Zum Beispiel hier, wenn ich die jetzt anlege, plus 2 durch die Kette. Hier, und das kriege ich dann auch mehr Mana, weil die Kette Mana skillt. So, hier haben wir eine Karte hier oben, rechts. Hier steht das Level. Also, ich bin jetzt im Level 3er Bereich. In diesem Bereich sind alle Gegner Level 3. Außer in Dungeon, da können Ausnahmen entstehen, dass sie zum Beispiel Level 6 sind oder boah, mal schnell Level 30.
Das kann so mal ganz nebenbei passieren. Deswegen sind hier auch alle Level 6. So, hier steht NW, nordwestlich. Wenn man sich jetzt dreht, das mache ich mal. Steht hier zum Beispiel Süden. Huch, ich mache das Inventar auf. So, jetzt gucke ich nach Süden. So, hier steht Legion of Grief. Ja, das ist halt das Gebiet, das wird hier halt benannt. Das ist einfach zwecklos. Ja. Dann gebe ich noch eine kurze Info zu den Waffen. Ich bin ein Krieger, also überwiegend Schwertkämpfer. Hier habe ich ein Bastardschwert, das macht 12 bis 16 Schaden. Bei Damage steht das. Durability ist auch hier wieder die Haltbarkeit. Manche Dinge haben ja auch Special Skills, hier zum Beispiel plus 2 Angriff. Ja, ja, ja. So, hier diese Dinger. Alter Schwede, das kann ich nachher einem Kumpel geben. Der ist Magier. Ja, das sind halt die... die Zauberstäbe, die kann ich auch als Krieger einsetzen. Kann ich mal schnell zeigen. So, hier, das schießt jetzt hier zum Beispiel sowas. Ich kann das jetzt natürlich nicht so besonders stark einsetzen, weil ich kein Magier bin. Ja, damit kann man eben auf Gegner schießen. Und als Magier hat man dann auch andere Skills. Keine Ahnung, ob ich die nachher eventuell mal zeigen könnte. Ich glaube nämlich nicht... Doch, doch. Na, mal gucken. Dass ich damit den anderen noch die Skills zeige. Ein Magier hat nämlich noch Blitz und so weiter. Ja. Mehr gibt es eigentlich zum Inventar noch nicht zu erklären. Doch, hier. Warrior Level 6. Hier hat man halt das Level. Level 7. Hier hat man halt das Level. Meinen Namen. Ja. Dann müsste ich jetzt dazu alles erklärt haben. Dann zeige ich euch noch ein bisschen denn draußen die Welt. Ich gehe dann mal hier raus aus dem Dungeon. Erstmal steige ich hier noch schnell Level. Mal schnell den Skill hier. Ja, habe ich den richtigen? Oh, na ganz toll. Ja, ja, ja. Alter, jetzt ganz schön viel gehopse. Ah, ich bin Level 8. Jetzt leckt es wenigstens nicht mehr so. Alter, die Erfahrung. Junge, Junge, Junge. Ich bin gleich Level 9. Wo muss das sein? Ach so, ich habe noch gar nicht das mit dem Geld erklärt. Stimmt, da gibt es auch noch was zu erklären. Ich kann die Rüstung und so hier gar nicht aufheben. Muss ich mal hier die scheiß Holzschwerter weglegen. Und mein Holz brauche ich nicht. Da hinten liegt noch Rüstung. Unten links. Wenn ihr da jetzt hinguckt, ja, den Helm möchte ich hier gerne noch aufheben. Dann seht ihr dort mein Geld. Das ist einmal 57 Silber und 15 28